Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Ja, das neue Jahr ist angebrochen. Ich hab euch noch gar nicht frohes Neues gewünscht, seitdem ich hier bin. Oder wieder zurück, sagen wir so. Oh, der Druck ist leer. Irgendwas dampft hier. Aber weil sie kein Wasser hatten. Oh, da werden die auch sauer. Ganz interessante Sache. Dann geben wir den ganz schnell mal Wasser. Ich wünsche euch hiermit ein frohes neues Jahr und hoffe, eure Wünsche gehen alle in Erfüllung. Ne? Ich habe keinen großen Wunsch, außer vielleicht irgendwann mal einen eigenen Platz haben, aber das muss ich selber reden. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Tiere. Wir haben hier immerhin ein Kälbchen schon dabei. Tu mal das Wasser wieder zurück. Kann ich das zurückgeben? Dankeschön. Ich mag probieren, ob ich dich diesmal melken kann. Mumu. Einmal melken. Wieso geht denn das nicht? Wieso kann ich nicht melken? Wie melke ich Kühe? Keine Ahnung. Aber ich war, wie gesagt, fleißig. Wir können sie auf der Karte sehen. Ich war unterwegs in eine Richtung, habe neue blaue Berge entdeckt. Hab hier den untersucht und hab die vier untersucht. Das war ein Glückstreffer. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier ist ein Markt gewesen. Hier ist ein. Ich habe eh überlegt, ob wir nicht nach hier ziehen sollen, weil hier sind blaue Berge und ein riesiges Loch. Original. Also wenn ich vielleicht hier irgendwo dann eine neue Ortschaft aufziehen. Aber davor würde ich bei uns daheim erstmal sagen, müssen wir uns vorbereiten. Hier sind nicht auch extrem viele Tiere. Ich habe ja auf der Karte aus irgendwo gesehen. Hier ist was sehr Interessantes, das müsste man sich mal anschauen. Hier ist ein tiefes Loch. Also echt tief. Und es taucht hier nochmal auf. Hier, glaube ich, in dem Berg drin ist nochmal ein Loch. Aber hier ist eine sehr interessante Zone, allein mit den blauen Bergen. Vielleicht leben ja die Zwerge dort. Aber das weiß man halt nicht, ne? Und ich habe deswegen gedacht, wir ziehen vielleicht in Zukunft von hier nach da. Und tun vielleicht in der Zukunft hier Leitungen legen, die ins Brain sozusagen laufen und dann hier... Weil schon unterirdische Leitungen oder Wireless Connection Points immer weiter bis hier raus. Aber jetzt erstmal zu dem Punkt, was ich geschafft habe. Ich habe alle fertig. Alle 8 Stück. Ne, alle 10 Stück sind es ja. 10 Stück und ich habe die Gravur Lithium gefunden. Bedeutet, wir können das Teilnehmen jetzt nehmen, hier hinstellen. Und sagen Gravur Lithium. Rein hier. Ist die Frage, wo habe ich es hingeräumt? Da ist es, Silizium. Und jetzt lassen wir es wachsen. Und jetzt können wir doch dich... Also, wir müssen jetzt mal dich hier raus und dich. Dich hier rein. Ich wette, ich brauche einen Redstone dazu. Und ein Redstone. Yes. Wir haben bald das Brain. The Brain haben wir bald. Jawohl, schön. Bedeutet der im E-Controller? Den können wir schon bauen. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Wir haben eine Netzwerkzentrale. Und ich weiß noch keine Ahnung, wo wir es hinsetzen sollen. Aber wir brauchen dafür dann auch Strom. Weil wir müssen jetzt dann Richtung Strom auch denken. Was wir aber neben dem Netzwerk natürlich brauchen, ist ein Laufwerksystem. Oh Gott. ME-Glasfaserkabel. Eieiei. Und dafür brauche ich Quarz. Weil wir müssen viel, viel Quarz noch sammeln. Eieiei. Was wir auch bauen können, ist das Ladegerät. Genug Eisen dabei sollte ich eigentlich haben. Denn das wird auch viele, viele wichtige Sachen machen in der Zukunft. Aber ich denke mal, wir sollten dafür unsere Hütte erweitern. Oder halt zum Beispiel den zweiten Stock nutzen. Dass wir hier zum Beispiel eine Stromleitung durchlegen können. Und hier hinten dann hier die Geräte hin. Von welchem Mod ist denn das Teil hier? Das ist von Extra Utilities. Schauen wir doch, was Extra Utilities alles so hat. Extra Utilities. Das müsste alles Extra Utilities sein.
Haben wir Ender-Jau? Wäre geil. Ender. Haben wir sicher. Was braucht ein Ender-Jau? Stromkabel. Also hier Bank Capacitors, hier haben wir Strombänke, die wir auf jeden Fall verwenden werden. Wo sind denn die Kabel von denen? Licht, Electric Light. Weil die kann man auch gut verstecken, in Wänden drin und alles. Wir müssen auch irgendwo die Kabel aussehen. Powered Spawner. Oh, Spawner haben wir auch. Enchant Wireless Charging Antenna. Ich brauche aber Kabelitis. Hä? Haben wir schon mal Energy. Energy. Da haben wir sie von Ender.io. Ich brauche eigentlich nur das billigste für den Anfang. Die hier. Conductive Iron. Wird auf Redstone und Eisen gebaut. Redstone und Eisen produziert das. Und das wird aus ganz viel verschiedenem Zeug hergestellt. Ah, das sollten wir haben. Oder wir brauchen jetzt. Ja. Was ist das? Das ist ein Energy Conduit. Ach, da kann man älteres zum Beispiel verwenden und dann. Können wir das machen? Können wir rein theoretisch das schon brennen? Von dem könnte man rein theoretisch auch was machen. Aber am Anfang reichen ja die leichten. Haben wir noch genug Redstone? Das ist mal die andere Frage. Ui, das wird eng. Das wird eng, Jungs. So. Das andere bestand aus. Was bestand das? Kies, Sand und Ton. Kies, Sand und Ton. Als ob ich sowas hier nicht im Lager hätte. Kies. Sand und Ton. Habe ich alles dabei? Perfekt. Dann gehen wir hier hin. Sollte für den Anfang reichen. Ah ja, stimmt, hier haben wir auch noch Tonnen drin. Hihi, hups. Ich habe ja wieder Kopper hergestellt in Massen. Huhi. Oh, es ist wieder Nacht. Einmal schlafen gehen. Und dass wir vielleicht die Leitungen besser verlegen können und mehr Stromsachen anschließen auch können. Ja, das also ein Furnace Generator ist zwar geil, aber schauen wir mal Lava Generator. Haben wir sowas wie einen Lava Generator oder Lava... Lava-Mühle, Lava-Heat-Exchanger. What? Lava-Fabricator. Was? Oh, ein Generator. Generator. Schauen wir mal, hier haben wir einen Stirling-Generator. Hier haben wir einen Simple-Stirling-Generator. Combustion-Generator. Stirling-Generator. Survival-Furnace. Magmatic Heat Redstone Heated Redstone Generator Pink Generator Overclock Generator Explosive Generator Nether Star What? Helios Undef Frosty Undef Slimy Generator Was zur Hölle ist das alles? Geothermal Generator Aber müsste das nicht auch der Magmatic hier sein? Wollen wir noch einen Furnace Generator? Den haben wir, glaube ich, schon. Und zwei Redstone und Goldbahn. Und einen Lava-Eimer. Den hätten wir ja schon. Gott, der braucht auch noch eine halbe Ewigkeit, bis wir das da durchbrennen können. Zack. Und hier haben wir noch... Oh, zwei ist scheiße. Weil mit der Energie, dass wir den Strom verbrauchen können, weil wir das hier müssen ja dann auch alles... mit Strom versorgt werden und wir brauchen halt eine zusammenhängende Hauptstromversorgung. In den Bergen war viel... Das ist das Problem, wir sind hier nicht an unbedingt der schlauesten Stelle, wenn es darum geht, Energie zu produzieren aktuell.
Lava sollte zwar kein Problem werden, auch in der Zukunft nicht. Aber trotzdem, es ist nicht unbedingt der beste Punkt, um alles zu finden. Schauen wir mal. Wenn das da oben brennt, können wir ja mal hier ein bisschen in die Höhlen gucken. Hier mal Status Quartz. Ich brauche, jetzt ist gerade Redstone wichtig. Redstone ist gerade der Hauptpunkt. Das Gold. Gold wird auch nochmal wichtig bei der Produktion. Vielleicht sollten wir das auch mitnehmen, eher gescheit. Ist schlauer als nicht mitnehmen. Wie gesagt, ich habe ja fast alles ausgeleuchtet. Also es gibt Eisen, haben wir auch fast ganz mehr. Das ist vielleicht auch gar nicht doof. Scheiße, ich bin schwer. Tun wir dich mal weg. Dich gibt es auch wie Sand am Meer. Sand haben wir gleich tonnenweise. Das kann ich auch weg tun. Endeszeit kann auch weg. Das kann auch weg. Und eine Packung von dir kann auch weg. So. Das wäre wirklich nur das Wichtigste mitnehmen vielleicht. Das wäre vielleicht gar nicht mal kein blöder Gedankenweg. Ich habe bloß immer keinen Plan, wo ich langlaufe. So, hier ist noch ein bisschen Gold. So. Noch ein bisschen Eisen. Brauchen wir alles, aber Redstone wäre natürlich jetzt Genius. Wenn sie schon sagt. So. Jetzt gehe ich mittlerweile auch wieder. Oh, guck mal. Ah, nee, da. Risiko geben wir jetzt fürs erste Mal nicht ein. Kupfer haben wir in Massen. Dann waren wir schon. Wir haben die Höhle auch schon wieder da. Alter, als ob es in diesen Höhlen nichts gibt. Das gibt es doch gar nicht. Warum gibt es denn hier jetzt kein Redstone? Wollt ihr mich verscheißern? Und ich habe am Weg gedacht, nö, Redstone brauche ich nicht. Das kann ich liegen lassen. Doch, ich brauche Redstone. Redstone, wo bist du? Ich muss sagen, für technisch noch nie so gut ausgerüstet, wie ich es gerne hätte. Wo geht's denn dahin? Wie gesagt, ich kümmere mich jetzt nicht um jeden Rohstoff gleich mal. Sondern versuche eher. Eher zu schauen, dass wir all das haben, was wir brauchen. Problem ist, davon gibt es viel zu viel, was wir brauchen. Kann ich Redstone nicht produzieren irgendwie? Redstone-Erz gibt es natürlich auch never. Ich hätte gern ein Crafting-Rezept oder sowas. Induktionsschmelzerei. Ach du heilige Scheiße. Redstone. Redstone wäre jetzt geholt wert. Bist du vielleicht auf Redstone gestoßen? Nee, aber auf Eisen? Lichtzeug. Ich habe auch nichts zum Verbrennen für dich gerade dabei. Schade. Jetzt könnte man nicht das Bohrloch vertiefen. Das ist halt auch so eine Sache. Ich kann das nicht gescheit mit Powern. Das ist Krätze. Was ist das denn? Marble Roh. What the fuck, was nicht alles gibt immer in diesem Spiel. Deswegen liebe ich ja eigentlich Minecraft, weil einfach diese Vielfalt existiert. Bloß wenn man aktuell mal nichts hat, was man bräuchte. Oh shit, jetzt gehen die schon wieder hier vor die Hunde. Ist man ganz schön gearscht. Mir fehlt nämlich jetzt ein bisschen Redstone, damit ich einen Lava-Generator bauen könnte. Mit einem Lava-Generator könnten wir die Welt beherrschen. Nein, ich hab natürlich keinen. Alter, wie viel Kupfer! Wir haben so viel Kupfer in der ganzen Welt. Warum kann ich nicht
Kupfer umwandeln in Redstone. Habe ich da unten vielleicht noch... Ich könnte mal... Oh, hier ist auch schon alles fertig. Ah, nee, vielleicht sollte ich erstmal essen. Mir erstmal irgendwas zum Knabbern aus meinem Garten holen. Huch! Weg da! Das wird vielleicht die Hütte auch mal wieder errichten, ne? So, oh, jetzt können wir nur ein paar Maiskolben einfach knabbern. Das wird eigentlich nicht mein Plan, aber... Ein paar Maiskolben knabbern geht immer und wir wachsen ja auch nach. Bis wir herausgefunden haben, wie wir mit der Butter umgehen müssen. Kein schlechter Ernährungsweg. Jetzt haben wir noch 4 Gürkchen dabei. Schneiden wir auch nochmal. So, oh, schön lecker. Lecker, lecker, lecker. Den Hühnchen geht's auch gut. Die brauchen mehr Tröge, habe ich das Gefühl. So, jetzt geht's aber mal in die Tiefe herunter. Das Problem ist, du weißt ja auch nie, wo du vielleicht was findest, wo du jetzt Redstone finden kannst, weil das hier alles voll durchgemixt ist einfach. Und ich brauche bald eine neue Diamantspitzhacke. Weißt du was, wir gehen auf Redstone, auf Leverack Höhe. Und bilden uns da einfach mal so ein bisschen ein paar Gänge. Ganz easy peasy für euch ein bisschen Licht, weil ich würde ja noch sehen, aber wenn ich mich nicht irre, sind immer dann die Aufnahmen so schön dunkel. Ach, jetzt ist hier besser. Heißt das, ich finde eine Höhle? Höhle wäre super. Das sind andere Rohstoffe, aber Redstone würde... Also, neben dem, dass das ja schon mal super ist, dass wir wieder Lava haben, weil Lava brauchen wir eh für die Produktionen. Wundern uns mal in die Richtung. Blei, Buddeln wir mal den Lavasee aus. Immerhin hat Lava ja für uns einen sehr großen Mehrwert. Da wir daraus unsere Energie schöpfen in Zukunft. Und wir eine unendliche Lavaquelle in dem Nether haben. Rein theoretisch. Ah, jetzt ist. Kommen wir hier zu. Nehmen wir noch mal einen Eisenstück. Na komm schon. Kann doch hier auch nicht überall sein, oder? Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine... Doch, das ist eine unnatürliche Höhle, die ich erzeugt habe. Pupsi! Aber hier irgendwo in der Nähe sind auch Zombies. Also neben denen, dass hier das auch tonnenweise Eisen ist, was ich geil finde. Hier irgendwo lauern schon wieder Zombies. Die doch nur darauf warten, mein Gehirn zu fressen. Aber wie viel Eisen hier ist, das finde ich super. Dieser Lavasee ist auch wieder riesig. Ich höre, weil Salz vor allem hier ist. Eintritt einfach nach dem Boden. Oh. Oh Mann, da ist Redstone. GG, Redstone. Müssen wir bloß auffangen. Ich würde jetzt aus Auffangmechanismen sagen. Yes. Oh Gott, endlich. Redstone. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!